Die Klassenfahrten im Gymnasium waren absolut abgefahren. Also Leute, viel Spaß bei ein paar Storys von meinen Klassenfahrten. Aber Leute, bevor es losgeht, vielen Dank für 1800 Abonnenten. Also Leute, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und euch die Videos gefallen, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Es ist komplett kostenlos. Damit helft ihr mir und dem Kanal wirklich sehr. Vielen, vielen Dank, Leute. Let's fucking go! Die Schifffahrt in der 10. war einfach jeden Tag gleich. Wir sind fertig verkatert aufgewacht, runter zum Frühstück. Mein Lehrer kam da schon jeden Morgen völlig durch und mit einer Sonnenbrille auf rein und war so, Jungs, lasst mich in Ruhe. Dann rein in den Bus, dann auf der Skipiste bis 14 Uhr den Kater ausgeschwitzt, 17 Uhr Abfahrt nach Hause, dann direkt runter in den Pub und dann bis 1 Uhr morgens geblieben. Und dann am nächsten Tag 7 Uhr wieder aufstehen. Let's go! Ich war vorher jeden Abend so im Arsch, dass ich einfach jede Nacht zur selben Uhrzeit einfach Nasenbluten bekommen habe, weil mein Körper einfach so kaputt war. Die Sache war halt auch, dass wir unsere Sachen dort nicht richtig trocknen konnten. Das heißt, wir sind jeden Tag in denselben nassen Sachen gefahren. Es waren doch einfach alle danach krank, aber keiner war so krank wie ich. Wir mussten 10 Stunden mit dem Bus nach Hause fahren. Ich hatte am Abfahrtag so abnormes Fieber, dass ich wohl die ganze Zeit im Halbschlaf so vor mich hingeredet habe. Also ich lag da so, und alle sind so zu mir gekommen. Nadi, alles okay? Und ich lieg da nur so, und für mich, ich konnte mich wirklich eine Woche danach nicht richtig bewegen. Ich war danach wirklich einfach tot. Die beste Klassenfahrt war aber in der 10. Klasse. Im Sauerland. Ich habe euch ja schon mal erzählt, warum wir ins Sauerland gefahren sind. Einfach weil die Lehrer Angst hatten, dass wir irgendwo anders irgendwas kaputt machen können. Und wir waren halt wirklich auf so einem großen Dorf im Sauerland. Und es war so wunderschöne Natur, dass ich und mein Kumpel so dachten, ey, lass mal wandern gehen. Und dann sind wir einfach in diesem Dorf so losgelatscht und wir haben uns irgendwie so krass verzettelt, dass wir am Ende irgendwie auf so einer großen Kuhweide gelandet sind, wo so ein Haufen Viecher stand. Und wir Stadtkinder waren so, scheiße Mann, diese Viecher können uns safe umbringen. Scheiße, lauf! Also stellt euch mal vor, euch gehört dieser Bauernhof und auf einmal kommen so aus so einem Wald einfach so zwei Jungs gerannt. So, ah, scheiße! Ich hatte so eine Chaostruppe bei mir in der Klasse. Die haben wir immer nur die Atzen genannt. Und die Atzen, die haben immer so Sachen gemacht. Immer wenn mein Lehrer irgendeine Ansage gemacht hat, so von wegen, Leute, ihr baut diesmal keine Scheiße, okay? Hat er immer die Atzen angeguckt. Und die Atzen hatten natürlich mal wieder irgendeine Scheiße gebaut und durften deshalb nicht mehr das Gelände verlassen. Und mein Klassenlehrer meinte dann auf einmal so, okay, ich gehe jetzt rum und wenn ich bei irgendjemand Alkohol finde, den schicke ich sofort nach Hause. Und auf einmal klopft so bei mir an der Tür und dann steht da einer von den Atzen und ist so, ey, könntest du vielleicht so ein paar leere Flaschen von uns zum Rewe bringen? Und ich war so, ja klar, kein Problem, ist ja bestimmt nicht so viel. Und dann meinte er so, ja, ja, komm mal mit. Ich gehe ihm so hinterher und er macht so einen Schrank auf. Und dieser Schrank wirklich war von oben bis unten einfach voll mit leeren Bierflaschen. Das waren locker 7 Kästen. Was haben die gemacht? Die haben einfach dann die ganze Klasse mobilisiert, dass einfach alle ihre ganzen Taschen holen. Und dann sind wir alle so mit klimpernden Taschen an unserem Lehrer vorbei, so zum Rewe gelatscht. Ich habe noch nie so viel Pfand gemacht, Alter. Und so eine Scheiße war immer mit denen. Es war auch so, dass wir an einem Tag Kanu fahren waren. Und die haben so zu uns gesagt, Leute, nicht wackeln. Wenn ihr wackelt, dann kennt ihr. Das erste, was mein Kumpel macht, er stellt sich erstmal auf dieses Kanu drauf. Mein Lehrer hat schon gar nicht mehr hingeguckt. Er war einfach so, oh, scheiß drauf. Und dann waren wir alle so fertig mit dem Kanufahren. Alle waren wieder an Land. Und dann merken wir so, irgendwer fehlt. Wo sind denn die Atzen? Und dann gucken wir so aufs Wasser. Und dann sehen wir einfach so die Atzen da. Hilfe! Es war mal wieder so klar. Wer war natürlich mal wieder die Einzigen, die es geschafft haben, ihr Scheißboot zu kentern? Natürlich die Atzen. Also, falls noch Leute von euch zur Schule gehen und ihr noch Klassenfahrten vor euch habt, macht's doch einfach mal wie die Atzen.